könnt ihr mir echt glauben. Oh, Mann. Notfalls mache ich den später. Ich hasse diese Raketen, Mann. Und dann kommt das halt noch dazu. Da muss man echt mehr als nur Ruhe bewahren. Ich mache jetzt gar nichts. Ich aktiviere diese Bombe nicht. So, jetzt aber. Ach, Mann. Verschwindet. Geht weg. So. Ich muss gerade echt erst gucken, wie ich das mache. Ich muss gerade irgendwie, wie ich das vernünftig machen soll hier. So, habe ich ein. Okay, zwei. Na gut, das Gold kann nur mal eins. Ich hätte fast vergessen, den richtigen Knopf zu drücken. Dass du das jetzt aber auch gerade sehr oft machen musst. So. Mann. Ich mag diesen Boss echt nicht. Ja, danke. Wenn du gleich hier dein Herzen verschwendest, dann dreh ich dir in den Arsch. Dann bist du mir echt scheißegal erstmal. Ich bin wenigstens froh, wenn ich noch ein paar Goldkarten kriege. Bei dir. Da kommt's, Raketen. So, nimm das. Okay, Goldkarte sind gesichert. So, die will ich auch noch. Deswegen zeigen wir deinen Arm. Aber nicht die Raketen. So, genau. Einmal ablenken. Hab ich dich. Oh, Leute, ich hasse diesen Kampf. Ich hasse ihn. So, ist das... Treffe ich ihn so? Nein, so... Scheiße. Ich hasse das. Ich hasse das. Geh weg, Raketen. Geh weg. Mann. Das ist doch echt der Wahnsinn hier. So, das haben wir. Jetzt will ich nur noch gucken, ob ich das Teil hinten erwische. Ich bezweifle das zwar, aber... Steh auf, Bomberman. Muss man gerade echt nochmal gucken, wie man das jetzt hier nochmal macht. Wenn ich dir zu nahe komme, haust du ab. Das war klar. Weil du Angst vor deinem Hinterteil hast. Ich kenne das schon. Ich glaube aber doch nicht so, wie ich es haben will. Ich wollte jetzt irgendwie gucken, ob ich das hier irgendwie austrickse, aber... Das ist echt bescheiden. Ich glaube, die vierte goldene Karte kann ich erstmal knicken. Denn ich finde irgendwie einen Weg, das Ding auszutricksen. Weil dazu muss man echt mehr Glück als alles andere haben. Ich platziere die Bombe mal hier hin. So. Mal gucken, ob ich damit jetzt Erfolg habe. Wenn das Ding jetzt einmal zurückgeht, auf jeden Fall. Komm, tu mir den Gefallen. Nicht zu mir kommen. Okay, vergessen was. Planänderung. Okay, die Raketen sind aber weg. Ach, wisst ihr was, Leute? Dann machen wir es erstmal Schrott. Hat jetzt echt keinen Sinn. Ich krieg's nicht hin. Oder krieg ich sie doch noch? Nee, ich muss definitiv das Hinterteil erwischen. Und das wird richtig scheiße. Egal, ich habe wenigstens die schon mal... Na gut, die Zeit habe ich auch nicht gepackt, weil ich jetzt zu lange getrödelt habe. Ah, bei den Bossen wird das richtig scheiße. Da muss man nämlich alle fünf auf einmal kriegen. Bei den Bossen ist das wirklich so bescheiden. Egal, wir machen jetzt erstmal Level 3, damit wir wenigstens etwas noch schaffen. Und dann kommen wir auf jeden Fall zum letzten Bosskampf. Wir sind im Fallenturm. Oder im Turm der Fallen. Und da drüben ist sogar Furious versteckt. Warum versteckst du dich hier? Hast du Angst? Die Passagen in Altairs Schloss werden von elektronischen Schaltern kontrolliert. Mach die Schalter an, um die Passagentür zu aktivieren. Das wird aber auch Fallen aktivieren, also sei dementsprechend vorsichtig, wenn du voranschreitest. Deaktiviere den Alarm, indem du die Schalter ausschaltest.
Die Schalter können an- und ausgeschaltet werden, indem du drauf trittst. Du bist nur einen Steinwurf entfernt, also sei vorsichtig. Na gut, schön, dass du es mir auch nochmal sagst. Hier wird es wirklich sehr gefährlich. Aber gut, wenigstens kann man diese Gegner hier schön ärgern. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich es riskieren soll, darüber zu gehen. Also hier muss ich auf jeden Fall später durchkommen. Ich weiß nicht, ob es hier eine Goldkarte oder ein Kostenteil gibt, aber da muss ich auf jeden Fall durchkommen. Da müssen wir jetzt erstmal wirklich nach diesen schönen Scheitern Ausschau halten. Das wird in diesem Level alles andere als angenehm. Oh ja, hier wird auf jeden Fall die erste Falle aktiviert. Da seht ihr schon, jetzt sind auf jeden Fall diese Dinger hier an. Lassen sie langsam hier durch. Ja, die Gegner wissen schon mal nicht, wie man es macht. So, was haben wir denn hier Tolles? Wie haben wir das jetzt gemacht? Für eine Fernbedienungsbombe? Gleich zu Anfang, das ist schon mal sehr geil. Auch wenn ich nur noch dieses eine Leben habe. Trotzdem, ist schon mal sehr praktisch. Na, jetzt ist dieser Weg natürlich weg, dadurch, dass ich diesen Schalter aktiviert habe. Aber dafür können wir das hier jetzt packen. Das hier wird jetzt auch etwas mies, aber trotzdem. Wir müssen nämlich auf diese Felder drehen, wenn sie grün aufleuchten. Wenn wir das nicht machen, haben wir ein Problem. Dann aktivieren wir nämlich sozusagen alles wieder zurück. Naja, mit diesem Fahrstuhl komme ich nur nach oben. Trotzdem, ich fahre schon mal. Muss ich ja so oder so. Dann gucken wir mal, was wir hier alles vorfinden. Okay, bisher nur Bomben-Upgrades, aber gut, die brauche ich auch erstmal wieder. Deswegen nehme ich sie erstmal. Weil ich ja sonst nichts habe. Oh! Theoretisch kann ich die jetzt sogar aufbesiegen, fällt mir gerade auf. Ja, wunderbar, es klappt. Lang lebe die Fernbedienungsbombe, Leute. So wird die Gegner jetzt erstmal schlechter gehen. Das war richtig schlecht. Ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt, euch mit Bomberman anzulegen. Deswegen schreitet lieber zurück. Ihr werdet es bereuen. Okay. Bisher kriege ich hier momentan nichts Brauchbares außer Edelsteine und Upgrades. Mit die will ich momentan echt etwas weniger. Wie ihr ja wisst, bin ich immer noch auf die Goldkarten scharf und deswegen will ich die lieber haben. So, wie sieht es hier drüben aus? Hier sind keine Säulen, nee. Okay, immerhin, wir haben die untersucht. Wollen die zumindest nicht ununtersucht lassen. Ich glaube, das hier wird wieder auch sehr bescheiden. Moment, komme ich da überhaupt hoch? So jetzt an sich? Wenn ja, dann versuche ich es auf jeden Fall mit diesem Bombentrick. Aber sieht nicht so aus. Da ist auch nichts drin. Na toll. Ich bin weg. Man sieht sich. Wobei, den Gnadenstoß mache ich auch noch. Aber ich sehe ja gerade auch, das muss man mit dem Fahrstuhl machen. Aber irgendwie muss ich doch hier auch noch einen Schalter aktivieren. Jetzt bin ich mir auf jeden Fall sicher. Aber jetzt Goldkarte Nummer 1, Leute. Die haben wir schon mal. Jetzt müssen wir nur wirklich einmal hier schauen. Hier ist sonst wirklich gerade nichts zu aktivieren. Das Ding kann ich nicht benutzen, weil es halt grau ist. Und hier komme ich auch noch nicht drauf, weil es halt noch aus ist. Dann kann ich momentan wirklich nur geradeaus gehen. Dann machen wir das einmal. Okay. Ja, müssen wir sozusagen hier einmal diesen Schalter aktivieren. Jetzt kann sogar dieser Fahrstuhl aktiviert werden. Also jetzt können wir da sozusagen problemlos drauf. Und dann sozusagen nach oben gehen. Erstmal, wow, okay. Schau ich mal, was wir hier noch vorfinden. Eine Menge Fallen auf jeden Fall. Aber es hat uns Sirius ja vorgewarnt, dass Fallen ausgelöst werden, sobald wir uns darum kümmern, dass wir hier die Mechanismen auslösen. Und der war auch wieder zu blöd. 13 Stück, okay. Hier drüben war sonst nichts weiter. Und wir gucken, was wir hier am Anfang noch finden. Okay, jetzt ist dieser Fahrstuhl. Moment, ich mache diese Gegner schnell kalt. Mit einer großen Bombe geht das. Jetzt kann ich sogar theoretisch überlegen, ob ich nochmal runtergehe. Ich meine, lohnt sich das oder... Normalerweise wird sich auch nichts mehr rückgängig machen, oder? Ich gehe mal zurück. Wie müssen wir das jetzt mal anschauen. So.
Diese Schalter sind auch noch so. Okay, soweit so gut. Ich merke gerade, diese Dinger hier kann ich auch zerstören. Aber hier zurück komme ich absolut nicht mehr. Also da drüber. Da wollte ich nämlich gerne nochmal irgendwie hin. Aber wenn das nicht mehr geht, dann ist das natürlich sehr scheiße. Okay, da muss ich mir da wohl was anderes einfallen lassen. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, verdufte ich hier lieber, bevor ich mit hier nur drauf gehe. Okay, das war der falsche Gegner. Ich würde nämlich den hier eliminieren. Hier wird das mit der Zeit auch noch etwas beschissen. Fällt mir so auf. Muss man ja wirklich auswendig lernen, wo diese ganzen Pfeilen sind und... Na gut, ich hab's verkackt. Das meine ich nämlich, dass wenn wir wirklich einmal falsch drauf treten und so, müssen wir das hier nochmal aktivieren. Okay. Aus irgendeinem Grund gefällt mir das hier nicht. So, und... Okay, jetzt ist hier alles auf Null? Scheint so, ja. Okay, dann machen wir es nochmal von vorne. So, aber erstmal... Will ich auch mal wissen... Obwohl, das habe ich ja schon nachgeguckt. Da waren nur Fernbedienungsbomben drin. Okay, Leute. Machen wir es wie üblich. Langsam und behutsam. Denn wir haben Zeit. Alle Zeit der Welt. Okay, ich würde sagen, erstmal kümmere ich mich um euch. Gerade weil dieser Soldat auch gerne schießt. Okay, sehr schön. Na also. Da kommt schon Platten, macht hinne. Ich habe hier noch was vor mir. Deswegen will ich jetzt wieder nach oben. Dadurch, dass sich das ja noch nicht mal gelohnt hat, hier einmal nach unten zu gehen. So, ich hoffe, hier ist auch noch alles geblieben. Nein, natürlich nicht. Ich muss also nochmal das Ganze neu aktivieren. Warum auch nicht? Gut, machen wir es noch einmal. Das finde ich schon ein bisschen unfair. Ein bisschen sinnfrei. Oder ist auch nur eine Bombe. Sehr schön, der hat sich wieder selbst erledigt. Glaube ich, dass er so blöd ist. Okay, macht hin. So, lass mich heile durch. Weiter wäre ich auch so blöd gewesen. Da hat echt nicht viel gefehlt. So, und jetzt bin ich weg. Ab nach oben. Muss man wirklich gucken, dass ich mir mal merke. Da muss ich nämlich auf jeden Fall. Das wird jetzt auch wieder fies. Jetzt finde ich auch irgendwo eine Goldkarte versteckt. Sieht jetzt nicht so danach aus. Aber hier könnte man theoretisch runterfallen, fällt mir gerade ein. Weil wenn ich jetzt hier runterfalle, dann komme ich auf das E. Das E bringt mir ja nichts. Dieser Fahrstuhl kommt ja auch nicht nochmal runter. Wobei, wenn ich jetzt hier drauf trete, gehe ich noch höher. Dann bin ich nämlich hier oben, okay? Und da gibt es hier sehr viele Scheiter wieder. War irgendwie zu erwarten, oder? Was meint ihr? Ach, super, du hättest ja mehr aus, verdammt. So. Ich aktiviere einfach mal alles. Moment, nee, es war anders. Je nachdem, welchen Schalter ich aktiviere, dementsprechend wird auch der jeweilige Weg dafür freigemacht. Wenn ich überlege, ich habe gerade mal eine Goldkarte. Dass ich noch ein bisschen was hier vor mir habe, macht mir ein bisschen Angst in diesem Level. Okay, da komme ich noch nicht rüber. Ach du, schon wieder. Ist aber wirklich fies, dass manche Gegner hier wieder auftauchen. So, zwei ist auf jeden Fall die Mitte, die goldene Mitte. Da geht es bestimmt komplett weiter. Oder auch nicht. Irgendwie muss ich da hochkommen. Oder Moment, ich probiere mal was. Das klappt nicht, okay.
Und jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich die Bombe einfach hier rüber schmeiße. Okay, es ist ein kostet Teil, aber es sollte reichen, oder? Ja, ich hab's noch erwischt. So, wie sieht das Ganze hier aus? Das ist nur eine Flamme. Okay, jetzt würde ich sagen, habe ich ein Problem. Ja. Ah, jetzt wird's böse. Ich mach das langsam, Leute. Ich muss mir das gerade hier echt genau anschauen. Hätte ich zwar locker geschafft, aber ich will echt nicht noch drauf gehen hier. Das tut dann doch etwas mehr weh für den guten Bomberman. Deswegen, wie gesagt, wir haben ja Zeit. Deswegen machen wir das auch ganz langsam und lieber in Ruhe. Bevor wirklich noch irgendwas schief geht.